Ganz herzlichen Dank, sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Kollege Ahrens. Ich möchte Sie einfach mal bitten, ganz neutral, schauen Sie sich bitte Ihre eigenen Reden an, die Sie hier in diesem Landtag zu verschiedenen Themen in der Aktuellen Stunde schon gehalten haben, und überlegen Sie, ob Sie wirklich verbale Abrüstung machen. Da möchte ich Sie wirklich einfach ganz herzlich darum bitten an dieser Stelle. Meine Damen und Herren, ich finde es erstmal gut, dass von SPD und CDU dieses Thema hier aufs Tableau gebracht wurde und dass das thematisiert wurde. Die Anhörung im Innenausschuss hat aus meiner Sicht sehr beeindruckend gezeigt, dass da ein echtes Problem da ist und dass, wenn wir Menschen dafür gewinnen wollen, sich ehrenamtlich zu engagieren, beispielsweise auf der örtlichen Ebene, in den Gemeinderäten und in den Stadträten, dann müssen wir auch ein Klima dafür schaffen, dass diese Menschen das wirklich auch in Ruhe tun können, ohne dafür angefeindet zu werden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich möchte an dieser Stelle für uns auch sehr, sehr klar sagen, es ist in keiner Weise akzeptabel, wenn physisch oder verbal Gewalt gegenüber Mandatsträgern angewandt wird. Das müssen wir als Demokraten hier, und das tun wir auch als Demokraten hier, gemeinsam verurteilen an dieser Stelle. Ich möchte aber darauf hinweisen, auf das, was der Kollege Unay schon gesagt hat, dass wir ja in der Anhörung auch, dass dort herausgearbeitet wurde in dieser Anhörung, dass oftmals Verfahren, die angestrengt werden, eingestellt werden nachher vor Gericht. Und in der Tat kam dann ja, als Belit Unay das noch mal thematisiert hat, der Zuruf von der Union, da werden wir was zu im Plenum hören. Insofern bin ich gespannt, was wir dann dazu gleich von der Landesregierung an dieser Stelle hören werden. Ich möchte nur sagen, dass wir den Entschließungsantrag unterstützen werden und auch zustimmen werden. Ich möchte nur einen Gedanken einbringen, wenn mir das gestattet ist, sehr geehrter Herr Präsident. Ich glaube, dass wir sehr frühzeitig darüber nachdenken müssen, wo ist denn eigentlich die Ursache dafür, dass so etwas passiert. Und ich glaube, dass das daran liegt, dass heute Respekt und die Frage, wie man respektvoll miteinander umgeht, schon kleinen Kindern nicht mehr richtig beigebracht wird. Wenn ich sehe, wie in der Kita meiner Tochter kleine Kinder mit ihren Eltern reden, dann macht mich das nachdenklich darüber, wie sollen diese Kinder, die schon ihre Eltern nicht respektieren, eigentlich später einmal Amtsperson oder Amtsträger respektieren. Das möchte ich als Gedanken an dieser Stelle gerne mit reingeben. Wir werden als Freie Demokraten zustimmen. Vielen Dank, Herr Kollege Özcan, für die